Morgen am 22. Oktober wäre er 200 Jahre alt geworden, theoretisch natürlich. Der Komponist Franz Liszt. Noch heute gilt er unter Pianisten als das Nonplusultra. Wer Liszt-Werke beherrscht, der kann was. So einer ist Florian Uhlich, der am Mittwoch beim Konzertverein gastierte. Sabine Röhlen und Georg Siegwart über einen faszinierenden Klavierabend im Festsaal Ingolstadt. Ein Geburtstagsständchen der besonderen Art. Florian Uhlich spielt die Sonate in H-Moll von Franz Liszt. Das 1852-53 entstandene Stück gilt als Liszts bedeutendstes Klavierwerk. Uhlich interpretiert es emotional, temperamentvoll, facettenreich. Der 35-jährige Pianist ist bekannt für seine Virtuosität und Kreativität. Florian Uhlich hat sich ein besonderes Programm ausgesucht. Natürlich zwei Werke von Liszt, die sehr, sehr bekannt sind, nämlich seine sehr renommierte H-Moll-Sonate, ein Meilen- und Prüfstein für jeden Pianisten. Und dann noch eine Transkription eines sehr, sehr bekannten Beethoven-Liedes, nämlich An die ferne Geliebte. Transkriptionen waren in der damaligen Zeit sehr berühmt, weil diese eben halt die Werke dann auch bekannt gemacht haben. Und die romantischen Komponisten und Interpreten auch dadurch zeigen konnten, welche Fertigkeiten, welche Leistungen sie eigentlich an dem Instrument eben entsprechend bringen können. Florian Uhlich wurde in Düsseldorf geboren. Seine pianistische Ausbildung erhielt er in Dortmund und London, wo er heute lebt. Uhlich gewann zahlreiche internationale Preise und nahm über 10 CDs auf. Seine Konzerttätigkeit führt ihn in die großen Säle weltweit. Außerdem ist Uhlich ein gefragter Kammermusiker und Liedpianist. So war er zum Beispiel der letzte Partner des legendären Baritons Hermann Prey. In Ingolstadt gastierte der Klaviervirtuose bereits zum zweiten Mal. Florian Uhlich war vor 5 Jahren schon beim Konzertverein und hat da einen Konzert teilgenommen, das wir damals junge Pianisten, deutsche junge Pianisten genannt haben, und hat dort mit 3 Kollegen eben dieses Konzert gestaltet. Und einstweilen hat er wirklich ganz groß Karriere gemacht und spielt überall in Salzburg, in St. Petersburg, in Seoul und so weiter und so fort und gehört eigentlich schon zu den pianistischen Shootingstars. Nach der Pause standen Beethovens Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli auf dem Programm. Ein beeindruckendes Dokument beethovenscher Variationskunst zum krönenden Abschluss eines herausragenden Klavierabends.